Damit hallo und herzlich willkommen zurück zur vermutlich letzten Folge von Vampire Storm. Er steht vor uns. Vincent Wayner, der erste und allererste und mächtigste Vampir von allem. Schön hier geblieben. Wir können nicht mehr fliehen. Es ist soweit. Interessant wäre es, ob ich mit meinem Zufluchtszauber rauskommen würde. Jetzt wollte ich gerade probieren, ob ich vielleicht links und rechts abhauen kann, aber... Tun wir's. Ja, da ist er. Auch er hat, glaube ich, drei Formen. Ich glaube, am Anfang... Ich hätte vielleicht noch ein paar Worte vorher verlieren sollen vor dem absoluten Endkampf, aber... Aber ich würde sagen, es geht einfach mal los. Ihr beide könnt eigentlich relativ gut angreifen. Ich denke mal, Chaos macht keinen Sinn. Mit The Brainerd weicht aus, fängt schon mal gut an. Nee, Chaos macht keinen Sinn. Okay, angreifen. Kuriert Blutung. Okay, wie sieht's denn aus? 87 mit einem normalen Angriff, das passt nicht. Ich muss rausfinden, was der für Schwächen hat. Allerdings verwandelt er sich mehrfach. Es kann allerdings sein, dass er sich erst verwandelt, wenn man ihm einen bestimmten Schaden zugefügt hat. Das heißt, ich muss jetzt einfach mal durchtesten. Schwarze Macht schadet nicht. Und ich muss mal gucken, was Feuer so für Schaden macht. Okay, Feuer kann ich vergessen. Das heißt, Elaine kann heilen oder angreifen. Ist nicht betroffen. Wie geht denn das? Ich wusste gar nicht, dass das Saugen auch fehlschlagen kann. Ich würde sagen, wir buffen uns einfach mal ein bisschen durch. Ja, du kannst angreifen. Genau, einfach mal komplett durchbuffen, weil der Kampf wird dauern. Ja, sehr schön. Alle Abwehren hoch und ich würde sagen, eine Runde geht noch. Es wird wahrscheinlich nicht mehr gehen. Aber wir buffen uns einfach nochmal durch. Ich muss mal gucken, ob Blutsaugen funktioniert. Ja, 80 Blut konnte ich trinken. Okay, egal. Jetzt sind alle durchgebufft. Jetzt gucke ich mal, was der normale Angriff so für Schaden macht. Schauen wir mal. Ja, 132, das sieht sehr gut aus. Und 500 mit einem Crit, sehr schön. Aska müsste jetzt mal kurz heilen. Ja, das passt. Weiter angreifen. Der hält relativ viel aus. Er wird sich irgendwann verwandeln, wenn er genug Schaden genommen hat, glaube ich. Greift einfach mal an. Wir müssen auf die nächsten Formen warten. Aber er sollte sich, glaube ich, relativ bald verwandeln. Nein, nicht. Kuriert Blutung. Diese Musik! Aska ist gelähmt. Interessant. Ich wusste gar nicht, dass der Schlag auch lähmen kann. Jetzt ist er noch gelähmt. Ich glaube, Lähmung kann ich nicht heilen durch Zauber. Nee. Das heißt, hier werde ich wahrscheinlich... Anti-Krankheitsserum halt Lähmung. Lähmung ist sogar ziemlich blöd gegen. Das kann ich, glaube ich, nichts machen, außer völlige Reinigung. Halt alle negativen Zustände. Was anderes geht nicht. Ja, kann sich wieder bewegen. Jetzt sollte er aber sich relativ bald verwandeln, glaube ich. Elaine darf mal ein bisschen mit Bluttränken um sich schmeißen. Der macht jetzt sowieso nicht ganz so viel. Der muss sich jetzt verwandeln. Ich habe dem schon so viel abgezogen. Das waren so viele kritische... Ich glaube, in der nächsten Runde verwandelt er sich. Da bin ich mir sogar relativ sicher. Angreifen. Wobei, du könntest eher mal heilen. Wobei, im Kampf macht es nicht so viel. Nee, du greifst mal an und du heilst. 300, ja, das ist gut. Der muss sich jetzt verwandeln. Ich habe dem schon so viel abgezogen. Der verwandelt sich immer noch nicht. Okay, greifen wir mal weiterhin an, das passt. Ich mache relativ viel Schaden mit normalen Angriffen. Es sieht ganz gut aus. Aber bald müsste es eigentlich mal soweit sein. Du kannst mal... Ja, hab ich noch einen Heil... diesen Heilstaub? Eisstaub? Nee, habe ich nicht. Ja, die... Ich meine, irgendwann muss ich auch mal meine schlechten... Normalerweise macht es jetzt nicht so viel Sinn, diese ganzen schlechten, so plus 100 oder so, aber komm, jetzt passen die ganz gut. Wie ihr seht, er greift ja von wegen stirbt.
Das war's noch nicht. Starke Seele, keine Erfahrung, das war's natürlich noch nicht. Ich find's interessant, dass man eine starke Seele kriegt. Es wird doch noch ein anspruchsvoller Kampf. Eure Kräfte sind erstaunlich. Meine Schöpfung ist stärker, als ich jetzt mir hätte träumen können. Ich hätte nie gedacht, dass der erste Vampir so ein Schwächling ist. Es ist noch nicht vorbei. Ja. Das ist Runde 2. Niemand ist stärker. Das könnte eventuell schon die letzte Runde sein. Verwandelt es sich noch ein drittes Mal? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Erstmal wieder komplett durchbuffen. Ich meine, probieren könnte ich es mal. Ach, was soll's, Greifer. Ja, buffen auf jeden Fall sehr wichtig. Ja, Angriff mental, genau das will ich sehen. Metzelt wild los, okay. Kein Problem. Absolut kein Problem. Kann ich per Heilaura wieder wegmachen. Ach, du greifst nochmal normal an. Sie könnte es mal probieren mit Chaos, aber ich glaube nicht, dass das was wird. Bitte nicht wieder Metzelbildus. Feuerinfern. Ach du Schande. Das macht dir sogar richtig Schaden. Okay, der muss jetzt permanent durchheilen. Das heißt, der wird wahrscheinlich keine Chance haben, Blut zu saugen. Wo ist denn 100 Blut? Ich habe doch mehr... Ja, da 100 Blut. Der wird nicht mehr dazukommen, irgendwas anderes zu machen. Der muss permanent jetzt durchzaubern. Wobei, jetzt hätte er die Chance, theoretisch mal Blut zu saugen. Ich bin mir halt, wie gesagt, nicht sicher, ob das schon die letzte Runde ist. Es könnte sein, dass das die letzte Runde ist. Greif du nochmal an. Du buffst nochmal. Okay, jetzt ist genug gebufft. Metzelt wildlos, alles klar, passt. Angriff, Heilaura. Ich könnte mal versuchen, mit Heilig anzugreifen. Von Wallner, das könnte eventuell funktionieren. Feuerinferno, was das für einen Schaden macht. Überleg mal, ohne Heilaura wäre ich jetzt so tot. Ich wäre praktisch nur noch am Heilen. Ach du Schande. Ja, der muss auf jeden Fall durchheilen und Elaine muss ihn mit Blut versorgen, anders geht's nicht. Dann kommt aber nicht mehr viel Schaden durch pro Runde, wenn das so weitergeht. Oh, kalten Griff! Oh, gelähmt! Moment, die greifen mit Lähmung an. Völlige Reinigung. Nicht länger verwirrt und kann sich wieder bewegen, wunderbar. Oh, ich hätte Elaine eventuell den Schutzring oder so anlegen sollen. Alles gut, alles gut, alles gut. Noch klappt alles. Allerdings dauert der Kampf schon noch ein bisschen. Ich wollte mal Heilig probieren. Probieren wir mal Heilig. Und? Okay, Heilig macht gegen... Okay, der ist ein hoher Priester der Kirche. Wieso sollte Heilig... dann könnte Schatten eventuell Schaden machen. Aber ich glaube, niemand hat wirklich Schattenzauber. Ich glaube, ich habe Asuka keinen einzigen Schattenzauber beigebracht. Glaube ich. Ja, normale Angriffe sind mir am liebsten. Ja, schneller Tod brauche ich gar nicht. Ah, Schwäche hätte ich die ganze Zeit zaubern können. Schauen wir mal, ob das überhaupt ist. Ich glaube, es gibt einige Gegner, bei denen wirkt Schwäche gar nicht, oder? Angriff, Abwehr, Mentalgeschick, okay. Das hätte ich von Anfang an gleich machen sollen. So, jetzt dürfen alle mal angreifen. Ja, 100 Schaden pro Angriff, da geht was durch. Vielleicht hin und wieder mal kritten. Komm, kritte mal. Nee. Du vielleicht? Nee? Du vielleicht? Nee? Ja, aber mit normalen Angriffen wunderbar. Da können wir gegenseitig durchziehen. Falls ihr euch übrigens wundert, das ist nicht der Endkampf. Also nach diesem Kampf gibt es noch einen Kampf. Und noch einen Kampf. Und noch ein paar Zwischenkämpfe. Also das ist es noch nicht. Okay, er kann sie noch am Leben halten. Alles gut. Metzelt wildlos. Zum Glück macht er den kalten Griff nicht öfter. Weil wenn Elaine jetzt gelähmt wird, dann könnte ich sogar... Oh. Ja, ganz genau das habe ich nämlich gemeint. Okay, jetzt kann ich nur hoffen, dass Walder den eventuell alleine töten kann. Komm, kommt aus diesem blöden Verwirrt-Status wieder raus. Ich brauche euch.
Okay, Elaine liegt länger verwirrt. Elaine muss jetzt heilen. 100, das reicht erstmal. Ich hätte mir einen Dämon beschwören können. Was zum Teufel? Ich hätte mir einen Dämon beschwören können. Wieso kommt mir das jetzt erst? Oh Mann. Okay, was soll's. Jetzt kann ich es nicht mehr ändern. Das ist genau der Moment, wo man genau einen Dämon für braucht. Und was mache ich? Egal, ich hab's verpennt. Wurscht. Passt schon. Ja, das sieht gut aus. Komm. Wie viel HP der halt hat, ne? Ich zieh pro Runde einfach mal so. Okay, Elaine ist verwirrt, das passt. Der müsste doch irgendwann mal sterben. Ja, Elaine nicht länger verwirrt, perfekt. Ein Dämon, ich weiß. Ich hätte mir einfach einen Dämon herholen sollen. Ja, wunderbar, komm. Wenn er die ganze Zeit sein Feuerinferno machen würde, wird es vielleicht irgendwann eng werden, aber ich glaube ich... Oh! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Falls ich jetzt tatsächlich sterben sollte, dann hole ich mir im nächsten Kampf den Dämon ran. Falls ich sterben sollte. Ich zieh's jetzt einfach mal durch. Spätestens jetzt brauche ich jemand anderen, der heilt. Ich hätte vielleicht zuerst... Oh ja, jetzt wird... Ach komm, jetzt greifen wir mal an. Wisst ihr, wie wir es jetzt machen? Dumm gelaufen. Ich hätte mir von Anfang an Dämon herholen sollen, glaube ich. Ja, komm, jetzt kann sie sterben. Ich hätte jetzt natürlich mit Tränken hochheilen können, aber das ist egal. Ich mach's mal so. Ich überspringe den ersten Kampf mal, dann sehen wir uns im zweiten Kampf gleich wieder mit einem Dämon. Ich weiß nicht, warum ich das vergessen habe. Fragt mich nicht, warum ich das vergessen habe. Und ich kann euch nur eins sagen, der erste Kampf war mit dem Dämon um einiges einfacher. Der war um einiges einfacher. Niemand, dann bin ich niemand. Okay, diesmal, jetzt bin ich wieder in der Runde 2. So. Geschick und Intelligenz der Gruppe. Jetzt wird erstmal durchgebufft. So, und der Dämon bufft auch noch durch. Jawoll. Vor allem Dämon 100. Der Dämon wird richtig viel Schaden machen nach der ersten Runde. Jawoll. Und Dämon? Jawoll. Okay, jetzt muss Asuka gleich schon heilen. Moment, du darfst noch einmal buffen. Du heilst... Du kannst angreifen und du greifst auch mal. Schau, wie viel der Dämon Schaden jetzt so macht. 171 schon, da geht vielleicht noch ein bisschen mehr. Wenn ich Glück habe. Mal schauen. Einmal, glaube ich, lasse ich den Dämon nochmal kurz buffen. Du machst mal schwarze Macht und du machst nochmal Schattenherrscher. Jetzt schau mal. Habt ihr gesehen, wie viel der Angriff hoch ist von Valna und vom Dämon, glaube ich? Der macht 300 mit einem normalen Schlag. Dann komm mal her, Vincent Waynard. Angriff. Obwohl, nee, Moment mal. Du musst heilen. Verzeih mir. So, jetzt Dämon, zeig was. 341 mit einem normalen Angriff. Ja, mit der Dämon macht es auf jeden Fall um einiges einfacher. Ja, der kalte Griff ist ein bisschen blöd. Elaine ist gelähmt. Ja, gegen Lähmung kann ich, glaube ich, gerade nicht so viel machen. Ich hätte mir vorher noch einen anderen Ring anziehen können, aber das habe ich vergessen. Das passt schon. Ah, jetzt ist Valna auch noch gelernt. Oh weh. Egal, die können sich schon irgendwann wieder bewegen. Komm, jetzt kritte mal ordentlich durch. Ich will mal... Der müsste mal kritten, der Dämon. Dann macht er bestimmt irgendwie so 600 Schaden oder so. Ah, die beiden packen das normal allein. Ich habe mich so hoch gebufft. Das heißt, normalen Angriffen dürfte ich jetzt meistens auch ausweichen. Okay, jetzt sind alle gelähmt, nur der Dämon nicht mehr. Vergiss es, der Dämon, beim Dämon funktioniert das nicht. Okay, jetzt, irgendwer kann sich wieder bewegen, wer war denn das? Elaine, ja okay, du darfst mit angreifen. Der Dämon, der macht es jetzt hier alleine. Komm, wir müssen schaffen, dass ich die anderen wieder... Ah, Elaine könnte völlige Reinigung zaubern, hups. Völlige Reinigung und angreifen.
Die hauen einen Schaden raus. Schaut euch das mal an. Okay, Aska, ich hoffe, du bist wieder da zum Heilen. Ich brauche dich jetzt nämlich. Übrigens ist das noch nicht der Endkampf. Also, nach dem Kampf gibt's noch einen Kampf. Und noch einen Kampf. Und noch ein paar Zwischenkämpfe. 4000 und starke Seele. Nein, das darf nicht sein. Jetzt macht ihn kaputt. Der Tod ist das Ende, aber Vampirs Tod ist erst der Anfang. Unendlicher Qualen. Ich bin der Schöpfer. Ja. Jetzt komm her. Du bist leider nicht unser direkter Schöpfer. Das heißt, wir können dich angreifen. Oh, nehmt euch mal die Waffe. Und den Schild. Wie sie... Ach, armer Vincent Waynard. Tja, war's das? Schauen wir mal, ob es das war. Anscheinend war es das noch nicht. Zu dem, was hier gerade passiert, gibt es in Vampire Stone 2 auch noch eine kleine Erklärung. Ja? Das ist Vincents Blutgeist. Die Energie des ersten Vampirs. Ein vermutlich sehr, sehr mächtiger Blutgeist. Ich muss mich nur mal kurz... Okay, der Dämon ist wieder weg. Ich könnte mir mal noch einen Golem herbeschwören. Keine 15 normalen Seelensteine. Beschwöre ich mir halt nochmal einen Dämon her. Because why not? Denn ich weiß, dass es hier gleich noch zu einem Kampf kommt. Was sind denn das für Kreaturen? Und auf einmal greift mich Gargoyles an. Ich weiß nicht, wie stark die sind. Aber ich gehe lieber mal auf Nummer sicher. Weil... Ich weiß nicht, wie stark die sind. Aber es wäre halt hart, wenn man den... Wenn man Vincent besiegt und dann machen mich die Gargoyles fertig. Nee, die sehen nicht so stark aus. Ja, du kannst trotzdem mal heilen. Chaos bringt wahrscheinlich nichts, aber ich guck's trotzdem mal. Der Dämon. Und wie sieht's mit Chaos aus? Ja, beide nicht betroffen, das dachte ich mir. Natürlich kann ich die jetzt einfach angreifen. Also ich glaube nicht, dass die mir jetzt hier groß im Weg stehen werden. Also mache ich den Gargoyle auch mit schnell weg. Muss ich nochmal heilen? Ja, wahrscheinlich schon. Und Loop und... Schön, ich mag die Musik. Okay, ich überlege gerade, ob ich mich zurück teleportieren soll zu... ins Magierzimmer. Um mich nochmal kurz aufzupowern. Aber ich glaube, ich nehme einfach nach dem Kampf einfach ein paar Bluttränke her. Das wird schon passen. Kannst du jetzt mal sterben? Dankeschön. 2200 und zwei starke Seelen, auch nicht. Blöde Viecher. Dumme Viecher, ganz genau. Tja, da liegt er, Vincent Waynard. Kann ich nicht seine Waffe nehmen? Okay, wenn ich dieses Buch da oben anspreche, dann geht's aufs Ende zu. Das bedeutet, ich teleportiere mich mal schnell raus. Ich gehe kurz nochmal mein Blut vollsaugen, dann gehe ich mit Teleport, mit Zuflucht wieder zurück. Und wie viele Seelensteine habe ich noch? Wie viele starke? Weil ich werde noch einen Dämon brauchen. Großer Seelenstein 54, das reicht auf jeden Fall noch. Wie gesagt, ihr wisst, was ich mache. Ich gehe kurz irgendwo Blut saugen und dann gehe ich per Zuflucht zurück. Und dann gehen wir mit großen Schritten aufs Ende des Spiels zu. Wir sind zurück und jetzt gucken wir uns das... Ich hätte vorher speichern sollen, aber jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es zu spät. Ja, das ist wohl ein Zauberbuch. Und was für ein mächtiges Zauberbuch. Gerade ist übrigens mein Dämon gestorben. Es ist ein Zauberbuch und was für eins. Das ist vielleicht das Zauberbuch, mit dem Vincent überhaupt an die Macht gekommen ist. Was lachst du denn so, Aska? Endlich ist es soweit. Das ist das mächtigste Zauberbuch, das er je gesehen hat. Ja, Aska dreht durch. Das kann ich jetzt schon mal vorausgreifen. Ich werde herrschen über die ganze Welt. Die ganze Menschen werde ich versklaven. Ja, weil da in diesem Zauberbuch stehen starke Sachen drin. Natürlich, der Geist da unten ist pure Energie.
Asgars Blutgeist. Abraxas, nein, Vincent Vayners Blutgeist. Und das Buch gibt ihm die Macht, das zu benutzen. Er kann jetzt machen, was immer er will mit diesem Buch. Mal schauen, was er macht. Komm, Asgard, zeig mir, was du machen willst. Ja. Warum hat er diese starken Sprüche wohl nie gezaubert, fragt Waldner. Und Asgard, na, er war einfach dumm, er hatte nie den Mut, er hatte nicht die Kraft und er hatte keine starke Seele, weil er hatte ja keinen Blutgeist. Aber wir haben jetzt seinen Blutgeist, das heißt, wir können jetzt mit seiner Seele diese Zauber wirken. Ja, Asgard will jetzt über Skelette, Zombies und Untote herrschen und will die ganze Menschheit versklaven. Abwarten, ob das, was jetzt so passiert. Ja, das werde ich niemals zulassen. Jetzt kommt der Check, wie man sich gegenüber Elaine im ganzen Spiel verhalten hat. War man nett zu ihr, stellt sie sich jetzt auf Walners Seite. War man böse zu Elaine, schlägt sie sich jetzt auf Asgars Seite. Ja, Walner hat recht, das war der Check. Jetzt überprüft, Elaine denkt, nein, Walner, ich bin auf Walners Seite. Unfassbar, Elaine, ich dachte immer, du liebst mich. Es ist aus mit uns, dein Egoismus hat uns schon vor langer Zeit entzweit. Ja, Walner versteht mich viel besser, tja. Ich bin sehr enttäuscht von dir. Dann tut's mir leid für dich, ich werde euch beide vernichten. Aber weil ich dich so geliebt habe, gebe ich dir eine letzte Chance. Verdiene dir, Elaine. Und gleich sind wir woanders. Puck. Ja, jetzt greift er sich erstmal den Geist und zusammen mit der Macht des Geistes teleportiert er uns jetzt zum letzten Areal, wo der Endkampf stattfinden wird. Ja, Asgard erscheint erstmal übermächtig, mal gucken, ob das was wird. Stirb, du Bastard, willkommen in eurem neuen Altraum. Und zack, weg sind wir. Ja. Komm, teleportier uns. Ich weiß es schon, Asgard. Das ist alles und gleichzeitig nichts. Eine geschaffene Illusion, der den Hass gegenüber der Menschheit widerspiegelt. Er wartet irgendwo auf dem Ende. Und ich muss ihn jetzt finden. Du Schwein, Asgard, wir werden dich töten. Das sind relativ starke Gegner. Ich glaube auch, dass Zuflucht hier nicht mehr funktioniert. Du bist nämlich ein Walheim, viel zu ehrenhafter Vampir. Du bist eine Schande für die Vampirrasse. Wären wir jetzt ein böser Vampir gewesen, hätte Walner jetzt sein Äußeres geändert zu einem richtig bösen Vampir. So, das dauert aber, bis ich den finde. Was passiert mit mir? Ich glaube, er ändert jetzt auch sein Äußeres. Ich ändere jetzt auch mein Äußeres. Ich hab's gewusst. Ein Vampir, den Menschen hilft, statt sie auszubeuten. Ja, das heißt, wir kriegen jetzt das gute Ende. Wir haben viel Menschlichkeit. Du wirst dir wünschen, mich nie erschaffen zu haben. Ich habe dich geliebt. Ja, Elaine hat sich jetzt auf unsere Seite geschlagen. Ich werde dich töten und dann werde ich mit Walner zusammenbleiben. Ja. Jetzt ist es an der Zeit, dich für deine Fehler zu bestrafen. Ich war nur dein Spielzeug, sagt Elaine. Und jetzt ist es Zeit für Payback. Ja, das ist genau dasselbe. Asgard sagt genau dasselbe wie Vincent zu Elaine. Wärst du an meiner Seite geblieben, hätten wir die Welt regieren können. Aber stattdessen schlägst du dich auf die Seite der Menschen. Versuch doch... Ich habe übrigens eure Verwandlungszauber genommen. Ja klar, wir dürfen hier nicht einfach rüberfliegen oder so. In mein Schloss kommt ihr auch nie wieder. So, schaut, wie schön Walner aussieht. Ich hätte eventuell auf einem anderen Speicherstand zwischenspeichern sollen. Aber jetzt heißt es, mal Asgard zu suchen. Das Problem ist, da ich mich nicht verwandeln kann... Ja, da ich mich nicht verwandeln kann, werden relativ viele Zwischenkämpfe kommen. Ich weiß noch nicht, wo ich genau hinlaufen muss, aber die Monster an sich sind jetzt nicht so stark. Also ich bin schon relativ gut vorbereitet, glaube ich. Ja, 60 HP, kein Problem. Aber dieses Mal werde ich nach dem Kampf nutzen, stehen zu bleiben und darauf zu warten, dass sich meine HP wieder hoch regenerieren. Weil Heilzauber und sowas muss ich mir jetzt alles für den Endkampf aufheben. Aber wie ihr seht, die sind jetzt nicht allzu stark. Und ich könnte mich jederzeit heilen durch die starken Seelen. Aber ich warte jetzt mal kurz, bis die HP voll sind. HP sehen wieder einigermaßen gut aus. Weiter geht's. So, ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufen soll. Aber ich kann mich noch dran erinnern, dass man am Rand irgendwo Richtung Asgard laufen kann. Ich muss mal schauen, ob Chaos hier funktioniert. Hoffentlich geht das. Okay, verstummt, gelähmt, vergiftet. Das heißt, wie ihr seht, die Zwischenkämpfe sind kein Problem.
Jetzt, nachdem Chaos funktioniert. Aber ich kann mich noch erinnern, man muss irgendwo außen rumlaufen. Das heißt, ich kann die Kämpfe wieder rausschneiden dann. Und dann schaue ich mal, ob ich meinen Weg zu Asuka finde. Aber ich werde jetzt die Kämpfe, wie gesagt, immer rausschneiden und dann danach immer kurz auf meine HP warten. Genau, da oben kann ich, glaube ich, rum und dann kann ich in so einem großen Kreis rum zu Asuka. Daran erinnere ich mich, glaube ich, noch aus dem ersten Durchgang. Aber da Chaos hier funktioniert, sind die Viecher kein Problem. Und weiter geht's. Schauen wir mal, wie weit ich komme. Ist halt blöd, dass ich keine Verwandlungszauber habe. Ich meine, als Fledermaus, da ging es mir gar nicht drum, hier irgendwie über alles drüber zu fliegen, sondern halt einfach, dass nicht so viele Zwischenkämpfe kommen. Ja, wie ihr seht, ist auch dieses fette Viech hier nicht immun gegen Statuszauber. Das heißt, auch wenn die Viecher ziemlich hässlich aussehen, haben sie trotzdem keine Chance gegen mich. Also nach wie vor kann ich bei dem bleiben, dass ich hier alle Viecher einfach alle Kämpfe rausschneiden kann. Wie sieht es mit Blut aus? Ja. Deswegen will ich nicht so viel Blut ausgeben. Deswegen gebe ich jetzt so gut wie gar kein Blut aus, dass ich am Ende... Ein Schritt. Aber egal, kein Problem. Normale Angriffe und danach einfach hochheilen lassen. Bitte, 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 lass mich einfach ein bisschen laufen. Komm, komm, komm. Bisschen länger. Es dauert immer ein bisschen nach dem Kampf zu warten, aber kein Problem. Weil ich heb mir lieber die... Ich meine, ich habe relativ viele. Ich habe noch ganz, ganz viele Tränke, die maximales Blut geben. Also eigentlich könnte ich sie rauswerfen aus dem Fenster, wie ich will. Aber es schadet halt nicht, das trotzdem alles nicht aufzuheben. Das ist übrigens der Grund, warum ich Asuka nie wirklich ausgerüstet habe. Mit irgendwelchen Zaubern und Gegenständen und so. Okay, ich war in diesem letzten Level schon relativ häufig. Ich müsste eigentlich das Layout noch ein bisschen wissen. Glaubt mir, wenn ich euch sage, am Anfang, wo ich hier drin war, bin ich fast wahnsinnig geworden, weil ich tausendmal in irgendwelche Dead Ends gelaufen bin und mich null ausgekannt habe. Aber mittlerweile weiß ich noch ungefähr, glaube ich, wo ich lang muss. Aber ich muss nach dem Kampf kurz warten, die sind ein bisschen angeschlagen. Das heißt, ich schneide das Warten mal wieder kurz raus, weil ein paar Minuten warten und ich nehme hin und wieder auch mal ein paar kleinere Heiltränke her, aber sicher ist sicher, ich warte einfach nochmal ab. Okay, es war auf jeden Fall nicht der erste, war es der zweite? Ich glaube, der war's. Ich bin schon fast irgendwo in der Nähe. Wir sind auf dem richtigen Weg, glaube ich. Glaube ich zumindest. Komm, 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 lass mich laufen. Da habe ich eine Truhe gesehen, aber da muss ich, glaube ich, nicht hin. Das ist, glaube ich, der falsche Weg. Glaube ich zumindest. Da müsste ich jetzt dann unten lang, aber nee. Oh. Zum Glück sind die Monster nicht allzu stark. Von daher geht's eigentlich. Also gehen wir mal weiter. Ich muss irgendwo in der Mitte. Asuka ist irgendwo, da ist eine riesige Karte und der ist irgendwo in der Mitte, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, rechts oder links, aber ich glaube, ich bin schon noch auf dem richtigen Weg. Ich sollte auch mal relativ bald zwischenspeichern, aber... Oh, wie viele Schritte waren das? Zwei? Ich sollte auch mal relativ bald zwischenspeichern, weil... Sobald... ich nahe an Asuka rankomme, glaube ich, laufen sie automatisch auf ihn zu und der Kampf geht direkt los. Und ich will natürlich vor dem Kampf noch speichern. Ich weiß nicht, wie stark Asuka ist und ich weiß auch nicht, welche Zauber der hat und welche Statusveränderungen der hervorrufen kann. Ich glaube, ja, das ist schon der richtige Weg, das passt schon. Moment, bevor... Asuka braucht so ein, Walner braucht so nur 50 HP. Ach, wobei, die heilig schnell. Die will ich jetzt nicht wieder hoch erwarten. Da, zack, zack. So, wo ist Speicherstein? Na dann, los geht's. Da oben ist er. Da ist er. Verflucht seien alle, die es wagen, ihre Seelen sterben zu lassen. Nein! Okay, um die drei kümmere ich mich jetzt auch noch schnell. Dann warte ich noch mal eine halbe Stunde, bis alle wieder volle HP haben. Und dann kämpfe ich gegen ihn. Ich weiß nicht genau, wie lange der Kampf dauert. Wie lange das Gespräch dauert. Aber ich kann ihm jetzt schon mal einen Dämon ranhören. Und dann geht's ranholen und dann geht's los. Genau, da steht er. Das Spiel ist aus. Wir haben dich gefunden. Wir werden dich vernichten. Versucht euer Glück. Stirb! Kommt nur, ihr beiden. Ich werde euch zeigen, was wirkliche Schmerzen sind. Übrigens, der einzige Grund, warum ich Asuka jetzt angreifen kann, weil Asuka ist ja eigentlich mein Schöpfer. Normalerweise kann ein Vampir seinen Schöpfer nicht angreifen. Aber hier in der Äther-Ebene funktioniert es. Aber das, glaube ich, wird später nochmal erklärt. So. Waffen. Keine Ahnung. Angreifen. Waffen.
Nicht betroffen, na, das ist blöd. Okay, Walner braucht noch ein bisschen was. Mal gucken, der kann wahrscheinlich relativ viel... Ja, dunkle Schatten, das dachte ich mir. Einmal wird noch gebufft. Und dann wird angegriffen. Ja, jetzt Walner auch. Und Dämonangriff um 250 gestiegen. Ja, jetzt kommt richtig viel Schaden rüber. Ich glaube, ich habe den Kampf nicht mehr so schwer in Erinnerung. Vor allem, wenn der 305 mit einem normalen Angriff macht. Der Dämon. Schockfrost kann, glaube ich, lähmen. Aber wie ihr seht, noch alles in Ordnung. Ja, der Aska fällt. Ja, vor allem mit normalen Angriffen. Ich meine, ich könnte mich jetzt auch heilen, aber ich glaube nicht, dass das nötig ist. Ich habe den Angriff so hoch gepumpt, dass der normale Angriff wahrscheinlich jetzt eh schon mehr Schaden macht. Aber wobei, Walner macht nicht so viel Schaden. Der könntest du mal mit heiligem Licht probieren. Mal schauen, ob das was bringt. Aber Aska hält es eh nicht mehr lange aus. Der Dämon ist einfach viel zu krass. Ja, 300, das sieht besser aus. So 1000 Schaden pro Runde, wenn alle mal treffen würden. Ja, das war's schon. Das war der letzte Kampf. Es ist endgültig vorbei. Kommt schon, bringt es hinter euch, vernichtet mich. Tja, da ging sein Kopf dahin. Wie konnte er mich nur enttäuschen? Das war halt sein Charakter. Was passiert jetzt? Und was jetzt? Ob Aska wirklich tot ist? So, was jetzt? Wahrscheinlich sein Blutgeist. Ja, genau, sein Blutgeist. Ja, da ist er. Askas Blutgeist. Geht gerade jetzt in die Ebene der Blutgeister, glaube ich, über. Und wird der endgültige Qualen erleiden. So, da sind wir wieder. Jetzt sind sie die letzten beiden Vampire auf dem Planeten. Das ist das Schicksal, so sollte es wohl sein. Die mächtigsten Geschöpfe auf der Welt. Das war mein Dämon. Tja, was machen wir jetzt? Ich bin auch froh, dass wir zusammen sind, Elaine. Ich mag dich. Kehren wir zurück ins Schloss. Mal schauen, was wir dann dort machen. Das war er, der letzte Kampf. Das war er. Das war der letzte Kampf in Vampire Stone. Das ist es also. Das ist das Schicksal der drei. Aska tot, Walner, Elaine, die letzten beiden auf der Welt. Und sie leben jetzt zusammen. Die letzten beiden der Vampire. Ja, jetzt sind die beiden ein untotes Pärchen. Für immer und ewig. Ja, im Verlauf der Geschichte hat sich Walner natürlich an Elaine so ein bisschen rangemacht. Wir haben ja auch immer gesagt, oh Elaine, ich mag dich und du bist doch total toll und so. Und jetzt ist es wohl besser für die Welt, wenn sie keine weiteren Vampire erschaffen. Bis auf eine Ausnahme. Weil, naja, Walner und Elaine mögen sich. Also, was haben wir denn da? So, meine Kleine, du siehst wieder mal Blenden aus Jaina. Die Textur von Jaina wird sich ändern, aber merkt euch Jaina für Vampire Stone 2. Die Jungs pfeifen mir immer hinterher total nervig. Ach, liebes Freund, ich dachte, dass du so gebiggert bist. Ja, ich fühle mich irgendwie schon wie ein Mensch. Diese langen Eckzähne, die ja niemand sieht. Sie merkt natürlich, die Kleine. Sie ist ein Vampir unter Menschen. Ja, du darfst nie einen Menschen zu einem Vampir machen. Wir leben jetzt schon seit 12 Jahren hier und wir wollen das nicht alles aufs Spiel setzen. Schon klar, ich werde mich hüten, jemanden zu verwandeln. Braves Mädchen, also geh raus zum Spiel. Habt ihr nicht auch Hunger, jetzt wo du es sagst? Lass uns irgendwo einen einsamen Menschen suchen. Na, los geht's. Ja, Jainas Textur wird in Vampire Stone 2 geändert, aber... Er denkt an Vampire Stone 2. Ist es unehrenhaft, seine wahre Natur zu verstecken? Gibt es irgendjemanden, der das nicht macht im echten Leben, jetzt mal ganz ehrlich? Ist es notwendig, sich ein Leben lang zu verstecken? Na, wenn man Vampir ist, vielleicht schon. Heiliger Kreuzzug und so. Darf ein Vampir unter Menschen leben? Warum nicht? Wir tun's. Warum nicht? Ein Vampir. Wenn ich ein Vampir wäre, würde ich ehrlich gesagt schon böse sein. Wenn ich die Macht hätte, dann würde ich wahrscheinlich auch die Menschheit versklaven. Sind es nicht die Taten, die einen gut und böse machen? Allein die Rasse. Die Frage beantworte ich nicht. Wir leben in 2018, da darf man über Rassen nichts mehr sagen. Das war vor 20 Jahren noch anders, aber mittlerweile darf man da ja nichts mehr drüber sagen. So, was gucken wir uns denn hier an? Weißt du, Elaine, was wäre wohl passiert, wenn Aska nicht größenwahnsinnig gewesen wäre? Könnte man rausfinden. Könnte man rausfinden, indem man Vampire Stone 2 nochmal spielt und zum bösen Vampir wird und gegen Elaine handelt und solche Sachen. Aber im Endeffekt läuft es mit Aska immer aufs Gleiche raus.
Tja, hat ihn verbannt, viele andere Dinge auch. Was ist eigentlich aus Ronak geworden? Ja, Kuriositätenzirkus. Ronak werden wir im 2 auch nochmal sehen. Ronak ist eigentlich ein netter Typ. Immerhin lebt er noch. Aber unter der Asker-Herrschaft war es auch schlecht. Sollen wir Ronak befreien? Hier kann er eigentlich nicht leben. Ja, wir könnten ihn in ein Haustier verwandeln. Stimmt, wir haben jetzt ja das Buch. Das Buch der Elras-Magier übrigens. Wird im 2er noch sehr wichtig. Mal schauen, ob ein Zauber in dem Buch drin steht. Komisch. War das Buch nicht in dem Regal? Ist das Buch verschwunden? Oh oh. Jaina ist gar nicht bei ihren Freundinnen. Das Buch ist weg. Das hohe Buch der Elras-Magier ist weg. Welchen Zauber soll ich nehmen? Na, guckt euch mal an, was wir hier haben. Den da hinten. In Noxneria, Belebung eines Blutgeistes. Askars Blutgeist. Erzählst du mir dann die Wahrheit über meine Eltern? Um ehrlich zu sein, kann ich mich an das Ende gar nicht erinnern. Wurde das in späteren Versionen eingefügt oder gab es das immer schon? Vielleicht gab es das auch immer schon. Ich will endlich wissen, warum Aisha ständig von Valna im Schlaf erwähnt wird. Was ist los und was ist die Vorgeschichte? Das erzählen die der Tochter natürlich noch nicht. Aber Aska sagt, ich könnte es dir erzählen. Ja. Sie glaubt es halt nicht. Sie will die Vorgeschichte wissen. Warum darf sie keine neuen Vampire erschaffen? All das kann ja Aska erzählen. Ich will endlich richtige Vampirfreunde. Oh ja, ich werde dir alles verraten, alles zeigen. Du wirst schon bald neue Vampire-Freunde haben. Du musst mich wiederbeleben. Beleb mich wieder. Ach ja, sie braucht noch einen Sprich den Zauber, beeil dich. Ich habe unerträgliche Schmerzen. Befreie dich und dann erzählst du mir alles, was ich wissen will. Ja, natürlich. Sprich endlich den Zauber. In der Vox, Sanyus Daru. El Soldarundro Par. Oder irgendwie so. Und? Funktioniert das schon? Du dummes kleines Mädchen. Endlich bin ich wieder da. Tja, und jetzt? Tja, Aska ist wohl doch noch nicht ganz tot. Und mit dem Ende... Mit dem Wissen ist Vampire's Dawn 1 dann zu Ende. Mal gucken, wie es im 2er weitergeht. Die Story ist natürlich offen ohne Ende. Offen ohne Ende. Ja, Aska wieder am Leben. Er ging ins Schloss zurück, war dort ein paar Tage, hat das Zauberbuch natürlich studiert, das Jaina von Valna und Elaine geklaut hat und Aska gebracht hat. Viele Zauber bleiben ihm natürlich verwehrt, weil er die Seele natürlich nicht hatte, weil die Seele von Vincent ist natürlich weg, aber er könnte sich die Seele von Valna holen. Ja, und Aska hat Jaina getötet. Diesen Satz müsst ihr vergessen fürs 2er. Das stimmt nämlich im 2er nicht mehr. Die junge Jaina hatte natürlich nicht, die konnte natürlich gegen Aska nichts ausrichten. Aber den Satz könnt ihr fürs 2er vergessen. Jaina lebt im 2er. In den paar Tagen, sie suchten natürlich nach Jaina, Valna und Elaine, aber sie haben natürlich keine Ahnung, dass Aska wieder lebt und dass Aska hier... Doch dieser Kampf konnte keiner dabei und man munkelt, die drei auch heute kämpfen heute noch gegeneinander. Also Valna, Elaine gegen Aska. Aber, wenn du ganz still bist, kann man den Kampf im Winter. Aber das ist eine Geschichte fürs nächste Mal. Eine spannende Geschichte und was für ein gemeines Ende. Ja, ein tragisches Ende wäre vielleicht passender gewesen. Vielleicht erzähle ich dir die Geschichte nochmal. Je nachdem, ob man böser Vampir ist, wie man zu Elaine ist, ändert sich das Ende. Wieso Valna war in der Lage, Aska zu vernichten, obwohl er sein Schöpfer war, ja? Wegen der Äther-Ebene, genau. Da gilt dieses Gesetz halt nicht. Aska wusste das, aber vielleicht war er das erste und letzte Mal fair in seinem Leben. Und deswegen hat er halt die Äther-Ebene gemacht. Und jetzt schlaf, sonst wird der Vater böse. Die Geschichte hat ja lang genug gedauert. 29 Folgen oder so, glaube ich. 40 Minuten oder so. Also, die Geschichte hat sehr lang gedauert. Interessant, wie lange eine Nacht bei denen dauert. Gute Nacht, Simon. Das war's. Aber keine Sorge, die Geschichte wird weitererzählt. Die Geschichte wird weitererzählt. Du bist ein guter Junge. Ja, du bist ein anständiger Junge. Und das war's. Das war Vampire's Dawn 1. Jetzt gibt's noch die Credits. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, das war's. Vampire's Dawn 1. Meine Kindheit. Habe ich damals, glaube ich... von der Screen Fun CD gekriegt. Die habe ich sogar noch hier. Vielleicht. Ich muss mal gucken, ob ich die Screen Fun CD noch da habe, während die Credits hier laufen. Hier ist es immer nur so eng mit dem Greenscreen hinter mir.
Ja, hier, das läuft jetzt sowieso von alleine. Von daher könnte ich mal gucken, ob ich die Screenfun-CD sogar noch da habe. Wo Vampire Storm drauf war. So, hier habe ich nämlich meine ganzen alten. Die Namen kenne ich sowieso alle nicht. Ich kann mal gucken. Vielleicht finde ich es hier noch. Wahrscheinlich sieht man es gar nicht, aber ich habe hier noch die ganzen alten CDs von Screenfun. Ich weiß nicht, das könnte man eventuell nicht sehen, weil es so hell ist. Das sind jetzt die aus 2001. Eventuell sieht man es nicht. Tut mir leid, falls man es nicht sieht. Das sehe ich erst dann beim Bearbeiten. Hier 2000. Dezember 2001. Seitdem sammle ich die. Ich muss mal kurz gucken, ob ich hier Vampire Storm irgendwo drauf sehe. Ja, da ist es sogar. Da ist es sogar. Moment, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Man sieht bei Spiele Vampire Storm, sieht man das? Ich werde mir beim Bearbeiten denken, wie peinlich, was mache ich denn hier? Aber da steht Vampire Storm irgendwo hier bei Spiele drauf. Sieht man das? Sieht man das? Ich hoffe das so, dass man das in der Bearbeitung sieht. Spiele: Seven Kingdoms 2 und Vampire Storm. Seit 2002 kenne ich und liebe das Spiel. Das ist jetzt 16 Jahre her. Mann, Mann, Mann. Die CD. Die CD, damit hat alles begonnen. Muss ich erstmal wieder schnell aufräumen. Genau, diese ganzen Namen, die sagen mir eh nichts. Das ist natürlich alles schon sehr, sehr lange her. Aber irgendwo stand auch Danke an die Fans, glaube ich. Ja, ich bin ein Fan. So, genug in alten CDs gegrübelt. So, alles wieder aufgeräumt. Genau, das sind halt die Credits. Aber seit dieser CD, ich hoffe so, dass man das sieht in der Bearbeitung. Wenn nicht, ist es endpeinlich. Und dann hatte ich die ganze Zeit so eine unsichtbar geworden oder viel zu hell beleuchtete CD irgendwie in die Kamera rein und ach, was soll's. Ja, Peter, das sagt mir alles nichts mehr. Das ist alles zu der Zeit, und da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. 16 Jahre ist das her. Da war ich 14. Mann, 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 Mann. RPG-Maker.com gibt es wahrscheinlich schon gar nicht mehr. Ja, Vampire Storm 1. Hat mich seit meiner Kindheit geprägt. Ich liebe es. Und wenn man sich da als Kind durchstirbt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in Vampire Storm. Was ist denn das für eine Frage, Malex? Jetzt mal ganz ehrlich. Also der Ersteller. Und Vampire Storm 3 kommt übrigens bald eine Demo raus. Vampire Storm 3 kommt bald eine Demo raus. Dezember 2018 kommt eine Demo raus. Irgendwann 2030 sehe ich das Video und spiele gerade Vampire Storm 6 oder so. Ja, das Ende. Zumindest das Ende von der Geschichte. Es gibt mehrere Enden. Jetzt kommt, glaube ich, nochmal das New Game Plus. Genau. Spielwerk wieder von vorne an. Charakterlevel, alle Zauber, Items erhalten. Das ist New Game Plus. Du kriegst jetzt den Speicherkristall. Damit kannst du so oft speichern, wie du willst. Und jetzt könnte man als böser Vampir enden. Es gibt verschiedene Enden: Menschlichkeit, Verhalten gegenüber Lane, Anzahl der Fluchten. Ich meine, ich bin, glaube ich, nullmal geflüchtet oder ein einziges Mal. Die E-Mail-Adresse, die da übrigens stand, die braucht man jetzt nicht mehr. So. Ich bin, glaube ich, nur. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man sau oft flüchtet in einem Kampf. Kann ich auch mal probieren, aber nicht mehr heute. Das war's für Vampire Storm 1, meine Freunde. Viel muss ich dazu nicht sagen. Ich habe ja oft schon gesagt, wenn ich so ein altes Spiel spiele und so oft gesagt, dass das meine Kindheit ist, dann wisst ihr, was ich von dem Spiel halte. Super. Vampire Storm 2 kommt bald. Vampire Storm 3 Demo kommt bald. Und es wird nie enden. Din, 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 din. Auf jeden Fall wünsche ich jetzt euch eine böse Nachtgeschichte. Nein, ich wünsche euch eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Wir sehen uns wieder zu Vampire Storm 2, beziehungsweise zur Demo vom Dreier. Und hoffentlich wird Malex nie aufhören mit Vampire Storm. Ich würde auch noch Vampire Storm 20 spielen. Hoffentlich wird es nie aufhören. An der Stelle ist Schluss, mir fällt sowieso nichts mehr Intelligentes zum Sagen ein. Wir sehen uns, wie gesagt, beim nächsten Vampire Storm wieder oder was auch immer ich sonst noch so hochlade. Und bis dahin, meine lieben Freunde, tschüss, ciao und gute Nacht.